Tja, das ist anscheinend noch nicht ganz vorbei, ne? Captain Obvious. Okay, das ist bis jetzt noch das stärkste Waffe. Ja. Willst du wissen, wie es weitergeht, ne? Ja! Ja! Willst du wissen, wie die Story weitergeht? Ja, nee, natürlich nicht. Natürlich! Link, you have too many weapons. Du schmeißt die auch nach jedem Spiel weg. Hm? Nein, weil Link hat ja in einem Spiel eine Waffe und im nächsten Spiel hat er sie wieder nicht und so. Sind das nicht alles verschiedene Links? Ja, sind es. Das war ein Scherz. Flachwitz. Viel zu flach. Er hat lauter Waffen. Aber keine Waffen ist gut. Ja! Kann weg. Die kann weg. Feuerbonus hat er genug. Feuerbonus hat er genug. Die kann weg. Oh! Ja, ich dachte jetzt nur als Waffe hätte mir. Ich bin aber so erwachsen. Wir haben viermal sie als Arme. Stimmt, da waren wir morgen das Gold, oder? Hey, Lana hat jetzt einen Kopf. Oh! Oh! Das kam überraschend. Mhm. Yay, wir haben das 8-Bit-Schwert. Ach, du musst dir das geben. Oh! Neuer Story-Abschnitt der Bösen. So kleiner Bub, Level 1 in Dorf. Stimmt, das ist Level 1, oder? Ja. Ist Geheim auch noch Level 1, oder? Nein. Da soll ein Level 1 gedacht sein, weil du quasi neu anfängst. Du fängst jetzt quasi einen neuen Story-Abschnitt an. Spielen. Du hast die ganze Zeit Volga gespielt, als ob dich das interessiert. Volga ist nicht besetzt, keine Volga ganz lieb. Und was war er ganz lieb? Insgeheim. Ja. Er ist nur ein kleiner Zandmann. Wobei, wenn es danach geht, ist bei uns beiden jeder ein kleiner Zandmann, ne? Mhm. Ein Volga. So, sie kann jetzt dreimal sich in der Nacht lachen. Ja, das war, dauert immer nicht, ich weiß, tut mir leid. Aha, nein, ich werde hier erwürgt. Nein. Aha. La. Na du Stoff! Blau! Und da haben wir gar nichts mehr zu verbessern, ne? Ja. Das Einzige, was mir einfällt, wir haben für Link eine neue Waffe bekommen. Ja, mit Schwert. Ja, 280 Stärke. Wieso bekommen? Oh! Aber dafür hatte das hier 225. Aber es hat Effekte. Der hat 2 5-Sterne-Waffen? Der scheiß Lacker! What the? Sieh dir im Vergleich dazu mal Volga an! Ja, oder. Ja, Volgas Waffen schalten mir in der Master Quest Map frei, die stärkere Variante seiner Waffen. Ja. Dann, aber. Ich hoffe, ich werde als Level 1 nicht komplett gepwned. Ich hoffe es so hart, dass ich nicht einfach drauf gehe. Na, geh rein! Bro! Oh Mann!
Link and his friends defeated Sia and her legions, returning peace to Hyrule. But that peace would be short-lived. At the moment when Link drew the Master Sword from its pedestal, he had inadvertently broken the seal on the last spirit fragment's prison, setting it free to unite with the others. His spirit made whole, Ganondorf was reborn. His first act was to return to Gerudo Desert, the center of his power in Hyrule. Once there, he summoned the spirits of Zant and Ghirahim from their imprisonment to serve him. Finally, Ganondorf would hold the complete Triforce in his hands and wield its full power. Knowing his enemies were approaching, he built a stronghold in Gerudo Desert for the coming battles. With Zant and Ghirahim at his side, Ganondorf was poised to conquer Hyrule. The future was bleak for the forces of light. Ja. Ehrlich? Ja, er ist extrem cool. Quasi was Ruto hat als Leiste hat Gandalf auch. Oh. Weißt du schon, wofür er es benutzt wird? Ja. Oh, nice. Ich kann eine Kugel hier werfen. Ich find's einfach cool, mit was für Waffen er kämpft. Eine Kugel und er boxt selber weg. Bam, bam. Er ist so extrem cool. Ach so, stimmt, ich hab jetzt wieder einen Kompass. Oh, der Angriff ist schön. Mal die Festung beobachten. Willst du mal gleich sehen? Oh, ich kann um mich herum die Zeit anhalten. So, das ist mein Angriff. Ah, damit können wir, wo man Ghirahim. Nicht Ghirahim, sondern Gandalf spielen muss weiter in der Abenteuerkarte. Es ist nicht Ghirahim, Gandalf gefällt mir, auch wenn wie er läuft. Er hat zwei Schwerter. Ja, Ghirahim kämpft hauptsächlich mit einem.
Miriam hat eigentlich unendlich viele Schwerter. Ja, der beschwört die ganzen Schwerter. Also größtenteils kennt Miriam ihn ja eigentlich von seiner Magie, ne? Ich meine, schau dir das an, schau dir das an. Ja. Hier ein bisschen Bitfaktor. Mein Finisher. Ich? Nee, ich auch die ganze Zeit. Was? Ich auch die ganze Zeit. Mein Finisher, einer meiner Arme wird zu einer Best, zu einem Bestienarm und ich hau damit einfach alles weg. Ja, du bist doch cool. Ich hole eine Energiekugel runter und box die dann einfach weg. Oder ich stelle mich irgendwie hier rein. Er ist so dieser Art schwerer Charakter, wenn er drauf boxt, aber dann tut das auch weh. Guck mal, wie er läuft! Hä? Ja, können wir gerne noch spielen. Da wäre wieder geübt. Schade, dass nur meine Kugel nicht durchgeht durch Gegner. Willst du wirklich nicht die Reihe cosplayen? Nein. Oh nee. Oh nee. Okay. Ah, da waren zwei davon. Hör auf, jetzt mit Gehirn zu reden. Ich will die ganze Zeit Gandalf sagen. Gandalf ist aber, wenn er zuschlägt, er braucht ewig zwischendurch dann damit aufzuhören. Weil wir 1000 Kills zusammen haben, deswegen. Wir haben 1000 Kills zusammen, deswegen. Aber ich kann auf diesem Weg da nicht hin. Komm nicht, das Oh, Komm nicht, das Skulltoller. Hier ist die andere Skulltoller. Also, wenn hier gibt es zwei Skulltoller, die aufmachen können. Die zweite ist hier unten. Das ist, weil wir nicht schnell genug die Plätze eingenommen haben. Wir haben mehr Gegner gekillt, als wir quasi produktiv waren. Ah, dein Gebiet ist verdammt laut. Kannst du ganz gut bleiben? Ja, ist eigentlich ein Problem. Gut, wir laden die Wehen nicht runter. Sagen wir es so mal. Wir brauchen so viel. Ah, für den
Ich will zweimal angreifen. Einfach meine Leiste aufzuladen. Wir brauchen so viel an Skulltrollers, die wir nachholen. Und allgemein, weil wir viele uns auch nicht hochkommen, weil wir Greifhaken hatten, ne? Du hast genug Auswahl, sagen wir es so. Okay. Ich kümmere mich ja schon um die. Der Lord kümmert sich darum. Nein. Doch, die Reihe ist cooler. Ich bin Gendorf mit zwei Schwertern. Bitch, please. Oh. Wer hat... Okay. Wer hat hier wen bitte schön dazu gebracht, die Treue zu schwören, ne? Irahim ist trotzdem cooler. Du kannst mir gar nichts sagen! Stimmt. Ja, ich hab Ah, du hast ihn anvisiert. Das war das. Ich wollte sagen, was hast du da? Das ist so cool, dieses Anvisieren. Gut, dass ich ihn nicht aufgelevelt habe, wenn man echt gedacht hat, das Level 1 hier durchzugehen. Welches Level bist du? Genau. Hm? Nicht der schon wieder! Wie viele von denen gibt's eigentlich? So viele. Fällt mir ein, ich habe noch kein einziges Mal Arge durchgewehren müssen. Auch nicht. Ja, wir müssen. Okay, mir neu. So. Oh, ich komm jetzt mal lieber nutzen. Wow, womit habe ich diese Inkompetenz verdient? Erstes Kommentar dazu, dass Gierig im abgekackt. Seltsam ist das Skelett auch irgendwo bei diesem Sinn, ne? Mhm.
besser als irgendeine komische Ritter, die da auf unserer Seite findet. Das heißt, wir haben so eine komische Ritter, die sich auf unserer Seite werden, ne? So, Ritterfilmis meinst du? Willst du was gegen meine Nimbus-Garde sagen? Nee, nee, ich rede von den Hyrule-Leuten. Ne? Seltsam, aber gewöhnlich. Ja. Aber seltsam. Ja, seltsam. König Belong, den haben sie auch noch. Ach ja! Stimmt! Hab ich komplett vergessen, den alten. Du auch! Guck mich an! Was war das? Spinne. Was für eine Spinne? Oh nee! Du bist overpowered, nicht ich. Ich hab den Gegner heute schon so oft gesehen. Warm halt bei der Spinne oder bei dem Krebs, besser gesagt, mit den schönen Hühnchen. Hör mir auf davon! Ich habe immer noch Albträume. Ehrlich gesagt habe ich keinen Albtraum. Aber es kommt besser wegen Aufmachen. Boah. Du hast gesehen, wie ich rumhampel in Streams. Ja. Kennst mich. Hier den Bumerang. Wie unlogisch, ey. Woher gehen doch denn den Bumerang? Boah. Ich kann erst ins Gier heben. Ich will ja nur meine dunkle Magie auf. Warte, ich öffne mal die Pflanze.
Lanze offen! Ich wollte einfach gucken, wie die aussieht. Da jetzt eh die vorbei ist. Ich habe einfach gehofft, dass da noch nichts Größeres kommt. Gandalf mit Lichtbogen. Von Meteoren kann ich beschwören. Auch wenn er gar nicht in diesem Spiel war. Ich wollte sagen, was für ein kleiner Zwerg kommt da an mir vorbei gelaufen? Danke! Dann guckt ihr mal Gira eben im Vergleich zu Gandalf an. Erste, der mich fett und dann noch gleich. Entscheid dich! Danke! Jetzt komm ich nicht auf die Tour! Schafft euch nie den Freunde. Oder jedenfalls nicht ihn. Ist trotzdem ganz aufregend. Du willst doch nicht zugeben. Nein. Ich hab kein nichts von beiden. Ich glaube, ich hab kein Herzteil und keine. Oh. Oh. Hol ich mich den anderen. Dann, danke fürs Zusehen und ciao. Wir spielen noch Mario Kart und ja. Ja. Man soll hier Abwechslung haben. Dann tschüss und bis dann. Und ich hasse dich, Fliege. Und dich auch. Ihr seid hier zu dritt. Ihr habt euch geklont, die Arschlöcher. Digga, sind zu dritt. Ich hab hier zu viele Fliegen in meiner Wohnung. Irgendwas läuft hier falsch. Und dann tschüssi. Tschüss.